Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Sommergespräch in diesem Jahr. Ich hoffe, Sie konnten schon ein paar Sonnenstrahlen erhaschen. Unser erster Gast ist heute Vizekanzler Werner Kogler. Ja, Herr Vizekanzler, in diesem Jahr dürfen sich ja alle Parteichefs eine Location aussuchen. Sie haben sich das Verkehrsmuseum ausgesucht, wahrscheinlich weil Sie als Grüner öffentliche Verkehrsmittel leibend finden. Aber haben Sie vielleicht auch schon da ums Eck den U-Bahn-Simulator schon mal probiert? Wäre es Ihnen vielleicht auch ein guter U-Bahn-Fahrer geworden? Naja, das habe ich noch nicht. Warum diese Location? Weil hier ganz viel Schiene ist und mir geht es natürlich im Wesentlichen um den modernen und modernsten Schienenverkehr. Aber ich bin wirklich ein Freak von Kind an, was Eisenbahn und Schiene betrifft. In meinem Dorf hat es sogar eine Eisenbahn gegeben, in einem kleinen Dorf, die fährt heute noch, und die Astbankbahn, und das war schon immer sehr prägend und in der Folge ist es bis heute so. Also wir fahren ganz viel, wo immer geht. Die letzte Reise nach Berlin als Regierungsmitglied, die war jetzt auch eben mit dem Nachtzug und dann mit dem Tagzug zurück. Aber wir versuchen das auch durchzuhalten und zu leben, und ich finde, unsere ganze Politik ist darauf ausgerichtet, viel weniger Milliarden in den Beton für Autobahnausbau und die gleichen Milliarden in den Schienenausbau. Und zwar in einer Art und Weise, wie es noch nie geschehen ist. Also deshalb die Location, genau. Bleiben wir trotzdem nochmal bei Ihnen. Was wären Sie denn geworden, wenn Sie nicht Vizekanzler geworden wären? Naja, als Kind hätte ich ja tatsächlich geglaubt, ich werde Lokführer, das passt jetzt noch dazu, klischeehaft fast. Als ich dann von den Grünen, das muss man wirklich sagen, angeheuert wurde, wäre sonst vorgezeichnet gewesen, dass ich wohl auf der Universität geblieben wäre, mit dem Fachgebiet Umweltökonomie, das damals ganz groß im Kommen war. Das hat mich sehr begeistert, da war ich dabei. Außerhalb der Uni vielleicht, wenn ich das JUS noch auch fertig gemacht hätte, zusätzlich wäre ich vielleicht Umweltanwalt geworden. Aber das ist auch nur mehr spekulativ. Aber jedenfalls alles das, wo Umwelt und Wirtschaft unter einen Hut gebracht wird. Das ist sozusagen eine Lebensaufgabe, und das kann ich jetzt halt in der Politik auch sehr gut verfolgen. Sie waren früher auch Rebell und Aktivist. Wäre aus Ihnen vielleicht ein Klimakleber geworden? Das weiß ich nicht. Wir haben sehr viele Aktionen gemacht, das ist richtig, um erstens Aufmerksamkeit zu erregen und zweitens aber auch Lösungen darzustellen. Und ich glaube, ich wäre jetzt wohl auch dabei, um darauf hinzuweisen bei den ganz großen Konzernen, dass die endlich umsteigen sollen. Und man kann natürlich auch die Politik adressieren. Und ich glaube, es gibt da genügend Aktionsformen, die da in Frage kommen. Bekanntermaßen war früher die Welt eine Spur einfacher, weil die konkreten Projekte, um die es ging, zum Beispiel Heimburg, da war ich also von Anfang bis zum Schluss dabei, de facto bei dieser doch mittlerweile historischen oder legendären Besetzung, da war völlig klar, da ging es um die Rettung europaweit einmaliger Flusslandschaften, und da profitieren wir, denke ich, noch heute davon im Übrigen. Und da war es aber klar, vor Ort ist die Geschichte und dort bist du. Das Klima und die drohende Klimakatastrophe ist erstens in der Zukunft und zweitens auf der ganzen Welt. Wir spüren nur schon die Vorläufer, und deshalb ist das eine Spur komplizierter. Und ich glaube aber, die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten machen da im Sinn der Aufmerksammachung mal einen sehr guten Dienst. Aber in Heimburg haben Sie sich auch angekettet, das heißt, zum Kleben wäre es dann nicht mehr so weit. Naja, wir haben was anderes gemacht in Heimburg. Wir haben versucht, an der Polizei vorbei sehr erfolgreich Leute reinzuschleusen. Das war mein Job. Aber ja, wir haben auch viele Aktionen gestartet, weil ich als Umweltaktivist sehr engagiert war, wo wir auch an unseren Bauzäune, das waren aber altmodische, dreckige, giftige Mülldeponien gekettet haben. Das ist richtig. Aber auch da haben wir uns durchgesetzt, und die Deponien gekommen, aber auf dem höchsten Standard, den es gegeben hat. Also ich möchte schon sagen, dass dieser Aktivismus sehr viel zur Verbesserung der Welt und für alle Menschen beitragen kann. Eine Jugendstudie hat ergeben, dass sich nur noch 15% der Jugendlichen von der Politik vertreten fühlen, und die meisten fühlen sich also abgehängt von der Politik. Sind Sie selbst vielleicht auch schon zu angepasst, zu lang in der Politik und vielleicht auch schon zu alt, um Jugendliche abzuholen?
das müssen andere beurteilen, aber es gibt ja verschiedene Studien, aber das ist schon ein Trend generell, was die Akzeptanz von klassischen politischen Entscheidungseinrichtungen betrifft. Das betrifft ja viele, nicht nur die Grünen oder schon gar nicht eine Person allein. Aber was wir machen oder was ich mache, ist genau das umzudrehen und nicht den Kontakt zu suchen, sondern auch zu finden. Wir haben, seit die Pandemie vorbei ist und seit man wieder viele Leute treffen kann, Gott sei Dank, tatsächlich sehr viele Meetings mit Schülerinnen und Schülern, die ihre Projekte bei uns vorstellen, fürs Klimaschutzministerium, für die Regierung etc. Gleiches mit Lehrlingen. Wir machen ganz viele Betriebsbesuche, wo ich immer den Kontakt mit Lehrlingen suche und finde tatsächlich, auch mit den Studierenden, da ist es ja noch am einfachsten mit dem Austausch, und das ziehen wir durch. Und ich muss auch sagen, dass sich, wenn man die ÖH-Politik anschaut, dass da ist der Kontakt sehr gut, aber noch mehr merken wir es bei unseren eigenen Bewegungen und Organisationen. Die Grüne Jugend und die grünen Schülerorganisationen haben einen stärkeren Zulauf als zuvor. Also es wird wohl beides stimmen. Die Klimakleber, die sind ja auch jung und die wollen vor allem eins, Tempo 100 auf den Autobahnen, eine Forderung, die nichts kostet, die eigentlich relativ leicht umzusetzen wäre, vielleicht zwar eine Umstellung bedeutet, aber doch CO2 einsparen würde. Warum machen Sie das nicht? Also erstens glaube ich, dass die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten nicht nur durchgehend jung sind, da soll man keine Diskriminierung betreiben. Ich entdecke da auch welche, die durchaus älter sind, und gut so. In dieser speziellen Frage kann sich was verändern in der Zukunft. Bis jetzt war es ja so, und das hat ja die Klimaschutzministerin deutlich zum Ausdruck gebracht, es gibt ja weit und breit im österreichischen Nationalrat bis jetzt dafür keine Mehrheit. Und diese Vorgangsweise erfordert aber einen Nationalratsbeschluss. Wenn ich es allein machen würde oder die Umweltschutzministerin, hätte es vielleicht auch anders ausschauen. Aber Sie würden es wollen. Ich würde jetzt folgenden Vorschlag machen. Wir haben Klimaziele, die sollte auch der Verkehr erreichen. Und wenn sich abzeichnet, dass das die nächsten Jahre nicht gelingt oder bestimmte Ziele nicht eingehalten wurden, dann sollte man das jedenfalls machen, weil das eine Möglichkeit ist, wie Sie ja genau argumentiert haben, wo man mit relativ wenig Aufwand was weiterbringt. Ich war ja selber dabei als junger Gemeinderat in Graz, als wir Tempo 30 etabliert hatten, was da für einen Widerstand gegeben hat. Und im Nachhinein sind alle froh, weil viele der Befürchtungen falsch waren, nicht eingetreten sind und insgesamt ein hoher Beitrag zur Verkehrssicherheit geleistet wurde und weniger Abgase. Also so, man muss es einfach angehen. Aber ja, wir brauchen wie in vielen anderen Bereichen gemeinsam mit den Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten, das sage ich denen schon auch, wir brauchen Mehrheiten. Wir leben in einer Demokratie. Das Bittere ist, dass diejenigen, die in 100 Jahren leben, die massiv von diesen Auswirkungen der Klimakatastrophe betroffen sein würden, wenn wir es nicht abwenden können, dass die jetzt keine Stimme haben. Und dort liegt ja der Verdienst der Aktivistinnen und Aktivisten. Aber in der Demokratie entscheiden dann halt die jetzt da sind. Und da müssen wir die überzeugen, dass es so kommt. Und auch die Parteien und deren Vertreterinnen. Das gehört auch zur Demokratie dazu. Solange die anderen Parteien glauben, es gibt dafür keine Mehrheit, werden sie sich nicht anders verhalten. Ich kann das ja auch nicht nur verurteilen und da besserwisserisch herumlaufen. Aber ich gebe Ihnen recht, es würde wenig kosten, eigentlich nichts, und einen gewissen Effekt haben. Und deshalb wird das in immer nähere Griffweite kommen, wenn wir auf andere Weise die Ziele nicht erreichen. Und mittlerweile hören wir ja, dass immer mehr da laut drüber nachdenken. Also ich begrüße das, wenn der neue Parteivorsitzende der Sozialdemokraten dieses ausruft. Ich kann ihn da nur bestärken und unterstützen. Wir werden halt gar nicht so wenige in der Sozialdemokratie davon überzeugen müssen, weil im Nationalrat, im Parlament haben wir das noch nicht festgestellt. Da sind wir alleine. Also da sind keine Sozialdemokraten. Aber vielleicht kann er das ja jetzt auch, wo er Bundesrat ist, dann entsprechend im Nationalratsclub angehen. Er ist ja dort auch Clubvorsitzender. Wir werden sehen. Ich hoffe es. Aber besorgt Sie das eigentlich, dass Andreas Babler sich jetzt mit seiner neuen SPÖ auch auf das Thema Klimaschutz draufsetzt?
Nein, gar nicht. Ich habe ja gerade gesagt, ja, ohne dass diese Frage schon gestellt wurde, dass wir Verbündete recht sind, tatsächlich. Es geht ja darum, dass insgesamt was weitergeht. Es geht ja nicht nur um die Parteien oder nur um mich. Wir sind ja für was da und nicht für uns selber in der Politik. Und wir müssen ja danach trachten, dass die Konzepte, von denen wir überzeugt sind, dass die zur Umsetzung kommen. Aber wie gesagt, man muss immer um Mehrheiten ringen und nicht glauben, nur weil man selber von was überzeugt ist, dass man dann der bessere Mensch ist. Also es wird immer ein gemeinsames Ringen sein in der Demokratie. Und da wird es Kompromisse brauchen, ja, aber es wird auch einmal Klarheit brauchen, wo die Reise hingeht. Und ich hoffe da eben, dass bei der SPÖ dieser Umschwung eintritt. Bis jetzt haben wir es ja nicht festgestellt, weil wir vorher über Herrn Burg geredet haben. Also in allen großen Umweltfragen in der Geschichte, ich bin ja schon alt genug, wie Sie zu Recht angedeutet haben, und bin ja politisiert worden durch die Abstimmung von Zwentendorf. Und wenn ich mir anschaue, Zwentendorf, Heimburg, bis zu vielen großen Fragen in den Bundesländern herauf, ich weiß nicht, wo die SPÖ beim Bodenschutz ist jetzt, das ist eines der wichtigsten Themen, die SPÖ, und deshalb freut es mich, dass Kollege Babler das anders angewillt, die SPÖ steht fast mit treffsicherer Prognose verlässlich auf der falschen Seite, wenn es um Umweltschutz geht. Wenn sich das jetzt ändert, dann sage ich bravo, bravo, bitte herbei mit euch. Und wenn sich das jetzt ändert und Babler wirklich jetzt sich aufs Thema Klimaschutz draufsetzt, wäre Rot-Grün für Sie dann eine bessere Alternative bei der nächsten Nationalratswahl als Türkis-Grün? Na, erstens braucht es die entsprechenden Mehrheiten dann. Grundsätzlich gilt das, und da geht es ja um jede Partei und jede wird, wenn sie ehrlich ist, genau das antworten, wo man von seinen Anliegen, für die man ja vorher geworben hat, in einer Wahlbewegung am meisten durchsetzen kann. Das sollte ja die höhere Wahrscheinlichkeit haben. Und wenn da zwei oder mehrere Parteien, wie es ja vielleicht zukünftig sein wird, zusammenfinden, wird uns das recht sein. Aber ich möchte auch sagen, dass diese Regierung jetzt, und jetzt ist ja die ÖVP, unser Regierungspartner, in Sachen Klimaschutz in den ein bisschen über drei Jahren so viel weitergebracht hat, wie 30 Jahre zuvor nicht passiert ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Regierungen das waren, ich habe mir vorgenommen, dass ich das einmal ausrechne. Also der Unterschied ist enorm. Und das hat halt damit zu tun, dass man sich selber halt entsprechend einbringt. Ja, Kompromisse machen muss, aber insgesamt ist Österreich jetzt im Klimaschutz auf der Überholspur und wir waren seit den 90er Jahren auf der Verzögerungsspur. Und das macht den Unterschied. Und wenn das mit anderen auch geht, wird es uns recht sein. Aber prognostizieren kann man das nicht. Es ist ja jetzt eh schon eine gute Gelegenheit, dass, wie gesagt, der neue Parteivorsitzende Babler die SPÖ einmal bis zum Wahlkampf in diese Richtung bringt. Ich bin ja gespannt, ob er uns dann in all den Bundesländern, wo massiv, wenn man die alleine lassen würde, massiv weiter betoniert werden soll in Autobahnausbau, wenn er da auch auf unserer Seite steht und sagt, nein, nehmen wir doch die Milliarden und investieren sie in die Schiene. Aber vielleicht könnt ihr ja mit der SPÖ... Das ist unser Zukunftskonzept weiter. Wir haben den Hebel umgelegt, das soll so bleiben. Und das hat enorme Chancen für Arbeitsplätze, weil wir da gerade wieder beim schienengebundenen Verkehr sind. Da sind in Zentraleuropa, aber auch in Österreich ganz viele Arbeitsplätze dranhängend, wenn wir den Verkehr auf diese Art und Weise modernisieren. Aber ich muss trotzdem noch mal bei der Innenpolitik bleiben. Man kann sich auch vorstellen, dass es vielleicht mit der SPÖ dann trotzdem ein bisschen einfacher wäre als mit den Türkisen. Das Energieeffizienzgesetz ist dann doch nicht so gekommen, wie Sie das wollten, sondern nur abgespeckt in einer Leitform. Ja, aber weil die Sozialdemokratie dagegen war. Das Erneuerbaren-Wärmegesetz liegt auch noch. Auch der Kampf gegen was das Zubetonieren anbelangt, das war auch zäh und das hängt immer noch. Da ist auch noch nichts da. Ja, aber Klimaschutzgesetz will ich auch noch anführen. Da fehlt doch noch einiges. Wäre vielleicht mit einem anderen Koalitionspartner das alles leichter gewesen, schneller gewesen und auch mehr drinnen gewesen? Also zwei Dinge. Ein ehrlicher Befund. Ich habe zwar vorher gesagt, wir sind so schnell unterwegs wie nie zuvor im Klimaschutz und wir haben mehr gemacht als alle anderen ewig vorher. Nur, es fehlt noch genug. Es ist noch mehr zu tun und wenn wir da oder dort nicht zulegen, werden wir die Klimaschutzziele gar nicht erreichen. Das ist genauso eine ehrliche Debatte wie in Deutschland. Da regieren auch die Grünen, da regieren sogar die Sozialdemokraten. Alle wissen, wenn man die Pariser Ziele erreichen will, und das muss der Maßstab sein, weil dazu hat sich ja die Europäische Union und die Republik Österreich verpflichtet, dieses einzulösen. Wir können nicht die ganze Welt retten allein, das ist völlig richtig. Auch die haben Recht, die das sagen, hilft aber nicht, weil wir sollten uns dann wenigstens diesen Beitrag hingeben, wo wir uns jetzt
selber schon verpflichtet. Da ist eine Frage der Glaubwürdigkeit. Das dazu. Geht das mit anderen besser? Weiß ich nicht nach wie vor. Alle die Punkte, die Sie angesprochen haben, ich sage es noch einmal, nicht? Mehr Energieeffizienzgesetz, das heißt besseres Energiesparen in Firmen und Haushalten. Die Frage mit dem erneuerbaren Wärmegesetz heißt, dass man in neuen Gebäuden im Wesentlichen keine, um Gottes Willen, Gasheizungen mehr anbaut. Und der Bodenschutz, ganz wichtig jetzt, wie die Kronenzeitung zu Recht immer wieder berichtet, sowas heißt das aber. Überall ist das eine Zweidrittel-Materie und wir sehen, dass die Regierung öfter was einbringt und dann ist die SPÖ dagegen. Aber auch da wieder habe ich gehört, dass sich das jetzt ändern soll. Also ich kann es an dem alleine nicht messen, wo was leichter ist und da haben wir unsere Befunde dafür. Aber ich bin über jeden dankbar, der mehr Klimaschutz nicht nur ins Programm schreibt und in Sonntagsreden entsprechend auftritt, sondern auch in den Verhandlungen das in diese Richtung treibt. Und am besten, und die Nagelprobe ist ja wohl die Parlamentsabstimmung, und wir werden es ja dann sehen. Aber ich bin guter Dinge und ich glaube, das kann eine richtige Richtung nehmen in der SPÖ. Wir werden es ja brauchen. Wenn wir Zweidrittelmehrheit haben, haben wir Zweidrittelmehrheit. Ja? Die haben ja immer dann... Aber zu betonieren was trotzdem die ÖVP? Nein, das kann man so nicht sagen. Im Gegenteil, wir müssen dort und ganz was anderes unterscheiden. Wir haben dort Gemeinden und Städte, ja, da findet man viel Parteiform, vor allem Schwarz und Blau tatsächlich, Schwarz und Blau ein bisschen, Entschuldigung, aber auch Rot. Wenige grüne Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, aber dort geht es ja auch in die richtige Richtung. Und um was geht es da? Es geht da um Städte, Gemeinden, dann die Bundesländer. Die haben fast die alleinige Kompetenz in der Raumordnung. Das ist ja eine der wenigen Kompetenzen, die wirklich klar getrennt sind. Ansonsten haben wir ja Mischföderalismus, der schlecht ist meistens. Das wird oft finster und da kommt nicht viel raus. Siehe Gesundheitsfinanzierung. Aber da ist es eindeutig. Aber was die Bundesregierung gemacht hat, ist gesagt, wir haben und das mit der ÖVP gemeinsam im Regierungsprogramm schon verankert und das weiter aufrechterhalten wollen bis hierher, dass wir in einer sogenannten Strategie, so hieß es dann auch, mit eben den Städten, den Gemeinden und den Bundesländervertretern ein sehr ambitioniertes Ziel uns vornehmen. Und das muss nur ehrlich und glaubwürdig sein, nämlich den Bodenverbrauch um ein Viertel, ein Fünftel auf das zu bringen, was es jetzt ist. So. Und wer ist da dagegen? Es ist hier nicht mein Kollege Totschnig in der Bundesregierung. Es sind Gemeindevertreter, Städtevertreter und Bundesländervertreter, und zwar massiv. Also wir haben öfter, das ist mir ja schon lange aufgefallen in der österreichischen Politik, für eher die Auseinandersetzung Bund, Länder, Städte als die Auseinandersetzung zwischen Parteien. Und man muss es ehrlich sagen, es sind dafür die Bundesländer zuständig. Und im Übrigen ist es ja gar nicht erklärbar, dass manche Bundesländer, wäre sonst nicht erklärbar, dass manche Bundesländer besser sind und manche schlechter. Leider in meinem Heimatbundesland, und das ist heute mittlerweile ein großes Thema, auch für die Steirer Krone, ist es so, dass die bei den Schlechtesten sind. Woanders ist es besser. Das ist ja nur dadurch erklärbar, dass die Länder selber zuständig sind. Aber der Landwirtschaftsminister könnte sich doch auch ein bisschen mehr hinter sich stellen und ein bisschen mehr draufdrücken. Oder macht er das eh in Ihren Augen genug beim Thema zu betonieren? Na, der Landwirtschaftsminister hatte jetzt einmal die Aufgabe, das Ganze zu koordinieren und die entsprechenden Konferenzen einzuberufen. Die heißen dann sogar so. Und war wahrscheinlich selber überrascht, was er da für einen Widerstand erfährt. Aber wir haben es doch oft so. Umweltschutz, Naturschutz, in dem Fall ist das Bohren harter Bretter. Und immer ist aber am Schluss noch was weitergegangen. Aber wenn nichts weitergeht, und das versuche ich ja gerade eben, muss man die benennen, die zuständig sind. Weil es hilft nichts, wenn alle aufeinander mit dem Finger zeigen, aber was wir uns hier nicht gefallen lassen ist, dass dann quasi fälschlicherweise noch auf uns gezeigt wird. Weil wir wollen das meiste, wir wissen auch, wer zuständig ist und wir arbeiten in die Richtung. Und um das geht es. Und warum ist das so wichtig? Das Warum muss man ja auch rausarbeiten. Und dafür bin ich ja so dankbar, ein paar Artikel in der Kronenzeitung in diese Richtung gefunden zu haben. Boden, um es wirklich zu vereinfachen, Bodenschutz ist gleich Hochwasserschutz, ist gleich Klimaschutz, weil CO2 aufgenommen wird, also Hochwasserschutz, Klimaschutz, Artenschutz, und sterben ja die Tierarten weg, und deshalb am Schluss Menschenschutz. Und das sind ganz, ganz wichtige Fragen, die so beantwortet werden können, sonst können wir nicht garantieren, letzter Punkt, bei der Geschwindigkeit des Bodenverbrauchs
ist in unserer Enkelkindergeneration, also alle die, die jetzt dann auf die Welt kommen, ich habe mir das ja selber ausgerechnet, haben die keine Fläche mehr, um einen einzigen Getreidehalm anzubauen. Und eigentlich brauchen wir ja mehr Lebensmittelsouveränität als weniger. Also selber Getreide in Österreich anbauen, wir haben ja die besten Voraussetzungen, die sollte man ja kaputt machen. Wir haben noch ganz viele Themen auf unserer Agenda stehen. Ich würde sagen, die gehen wir an nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Willkommen zurück. Ja, nochmal ein kurzer Schlenkerer zur Innenpolitik. Zuletzt gingen ja die Wogen auch hoch zwischen Ihrer Clubobfrau Sigi Maurer und dem Arbeitsminister. Wie ist denn gerade die Stimmung so in der Koalition? Die Stimmung ist gut. Wir arbeiten ja in vielen Bereichen zusammen und das würde ich noch gar nicht mal als eine Woge bezeichnen. Ich glaube, wir haben vor allem ein professionelles Arbeitsverhältnis, wenn man sieht, welche Krisen auf die ganze Welt, aber auch auf Österreich zugekommen sind oder eingeschlagen haben. Die sind halbwegs bewältigt worden, da kann man darüber diskutieren im Nachhinein. Aber was gleichzeitig für eine massive Anzahl an riesigen Reformen weitergegangen ist, auch wieder oft mehr als viele Vorgängerregierungen zusammengebracht haben, dann sieht man ja, dass ein gutes Arbeitsverhältnis ist. Und im Übrigen heißen wir ja nicht Stimmungskanonen für Österreich, sondern wir haben ein Regierungsprogramm, das heißt Verantwortung für Österreich, und die nehmen wir wirklich sehr ernst, und zwar alle Beteiligten. Ich probiere es noch einmal. Ist die Stimmung so gut, dass Sie sagen würden, nach der nächsten Nationalratswahl, ich brauche unbedingt wieder Türkis-Grün, oder wäre ja, da was anderes? Wir sind ja dann viel auch erforschen, um einen Stimmungswettbewerb zu gewinnen. Sie ist gut. Wir haben heute Mittwoch eine Regierungssitzung gehabt und wir haben ja regelmäßig unseren Austausch, die Clubobleute, also Wöginger, Maurer, aber ihr mit dem Herrn Bundeskanzler, so heute geschehen. Ja, es sind schwierige, ernste Themen am Tisch, das ist richtig, aber wir gehen sie an. Und auch da wieder, noch einmal, da geht es einmal im Kompromiss mal dorthin, mal dahin. Niemand ist alleine auf der Welt. Wir leben in einer Demokratie und das sollte man endlich auch mal wertschätzen, wenn Kompromisse gefunden werden. Die werden ja oft schlecht gemacht. Ich kann nur davor warnen, die Denunziation des Kompromisses ist der Tod der Demokratie. Wenn das aber so ist, dann gibt es ein Ringen und ja, öfter werden auch unterschiedliche Meinungen kommentiert. Früher wurde immer bekrittelt, das Zeitalter der Message Control, no, mit dem ist es halt vorbei. Jetzt wird halt öfter auch öffentlich diskutiert. Ist das schlecht? Nein. Wie oft telefonieren Sie denn mit Bundeskanzler Karl Nehammer? Ja, wenn wir uns nicht regelmäßig treffen, dann ist es öfter. Auch jetzt wieder bei der krisenhaften Entwicklung am Samstag natürlich, tagsüber. Wir haben uns gleich am nächsten Tag getroffen in den entsprechenden Krisenkabinetten, die ja eingerichtet wurden, auch entlang des putinschen Angriffskriegs, schon vom 24. Februar des Vorjahres weg, dann mal wieder weniger. Wenn jetzt EU-Gipfel ist, ab morgen gibt es vielleicht Abstimmungsbedarf, aber das funktioniert. Ich muss ehrlicherweise sagen, das hat auch mit Vorgänger Sebastian Kurz ganz gut funktioniert, dass wir uns da, wenn es ganz wichtig wird, auf europäischer Ebene oder Krisen auftauchen, dass wir uns hier dann ständig telefonisch austauschen. Aber es kann schon mal sein, dass das einmal eine Woche nicht ist oder auch zwei, weil wir uns eh so sehen. Vielleicht können Sie uns dann eine Sache aufklären, und zwar Kanzler Karl Nehammer hat auf Instagram gepostet nach letzter Woche, nach dem krisenhaften Samstag, dass er es nicht zulassen wollen würde, dass innerrussische Angelegenheiten auf österreichischem Boden ausgetragen werden. Können Sie uns vielleicht erklären, was hat er damit gemeint? Im Detail müssen Sie ihn selber fragen, was ich herausgehört habe und was hier auch passiert, und das begrüße ich, dass die Einrichtungen zunächst einmal Russlands in Österreich nochmal verstärkt bewachter und, wenn man so will, geschützt werden. Da gibt es Verpflichtungen dazu, aber das Gleiche auch für die ukrainischen Einrichtungen. So, das ist das eine. Das finde ich auch richtig, und vielmehr, glaube ich, muss man da jetzt auch nicht hineingeheimsen. Jedenfalls bin ich nicht dazu in der Lage. Das heißt, müssen wir uns Sorgen machen, dass da noch mehr passiert und dass Österreich vielleicht auch irgendeine Rolle spielen könnte in diesem Krieg? Naja, Österreich eine Rolle in diesem Krieg, das ist
komplex vielleicht. Zunächst einmal, ja, die Situation ist ja besorgniserregend, jedenfalls für die ganze Welt in vielen Fragen, aber auch in jener von Krieg und Frieden. Das ist ja schlimm und dramatisch. Man muss ja aufpassen, dass man nicht abstumpft und sich an alles Mögliche gewöhnt, bitte. Dort herrscht Massenmord, Massenvergewaltigung und Kinderverschleppung. Hallo, aufwachen. Ich merke ja selber, wie alle, man muss selber aufpassen. Manchmal verstehe ich es ja sogar, dass man hier abstumpft. Also das, glaube ich, und da geht es auch ganz klar darum, Haltung einzunehmen und die Dinge zu benennen und versuchen, einen Beitrag zu leisten, dass es besser wird. Da kann das neutrale Österreich vielleicht sogar ein bisschen was beitragen. Das ist diese Ebene. Aber Neutralität heißt eben nicht teilnahmslos beiseite stehen bei diesen Verbrechen, sondern im Rahmen unserer Möglichkeiten der Neutralität in der Europäischen Union und mit der Europäischen Union das Selbstverteidigungsrecht in dem Fall der Ukraine zu stärken. Und das tun wir auch. In mehrerer Hinsicht tun wir da was. Erstens werden die Beschlüsse konstruktiv mitgetragen, die die Union gegenüber der Ukraine fällt. Da geht es auch um die Ausrüstung der Ukraine. Da stehen wir nicht dagegen, damit das klar ist. Das Zweite ist, das war ja eine Debatte, wir beteiligen uns jetzt, und zwar gar nicht so gering, an der Entminung, genau wie wir es auch mit dem Bundespräsidenten besprochen hatten, heute halt in unterschiedlichen Ausformungen möglich. Und das Dritte ist, und danke allen Österreicherinnen und Österreichern, die da mitmachen, ganz große humanitäre Hilfe, wo ja Österreich auch eine Tradition hat, und das wollen wir beibehalten. Also insofern kann man sich nicht nur bei der Sorge lassen, sondern man kann ja auch was tun, auch wenn die Lage schrecklich ist, aber man muss was tun, wo man kann. Das ist dieses, und in Österreich selber müssen wir uns vor allem Sorgen machen, aber das wäre schon ein nächster Punkt, was die Energieversorgung betrifft. Wenn dieses Wochenende eins bewiesen hat wieder, wie überhaupt der ganze Krieg, dann ist es doch so, dass wir möglichst rasch raus müssen, generell aus Umweltschutzgründen, aus diesen fossilen Energieträgern. Die sind ja die Treiber der Inflation gewesen, ursprünglich jedenfalls. Aber zweitens aus dieser Abhängigkeit von Diktatoren. Und das müssen wir machen. Und wir haben ja gesehen, wo das hinführt, wenn die Gaspreise sich auf einmal verfünffachen und die Erdölpreise. Und das muss man auch sicherer kriegen und langfristig rauskommen. Und daran wird ja auch gearbeitet und das sollte man gelernt haben. Und ich finde, es kann jederzeit passieren, dass die Gasversorgung unterbrochen wird, weil eben dort, wo die Gasleitungen durchgehen, auch Kriegsgebiet ist. Das kann man gar nicht ernst genug nehmen. Ist etwas, was in Ihrer Aufzählung jetzt gefehlt hat, auch was Österreich auch noch tun könnte in diesem Krieg, wäre es das zu vermitteln zum Beispiel? Also sollte Kanzler Karl Nehammer noch einen Versuch starten, mit Putin zu reden und für Frieden zu sorgen? Damals ist er ja dafür kritisiert worden, ich habe mich daran nicht beteiligt und jetzt ist die Situation folgende. Das kann man ja, ich war ja eben erst in Berlin, mehrere Tage und konnte ja mit Kanzler Scholz mich hier austauschen. Es ist jetzt völlig logisch. Diejenigen Initiativen, die es gibt, die werden nicht öffentlich werden, die kann man auch nicht öffentlich machen, weil sonst würden sie erst recht scheitern. Und man muss ehrlicherweise sagen, so wie es Macron und Scholz ja auch tun, teilöffentlich, es geht darum, immer wieder die Kanäle offen zu halten, weil es könnte ein Fenster kommen, ein Zeitfenster, wo es dann wichtig ist, dass man diese Kanäle nutzt. Wir können leider keine guten Nachrichten verbreiten. Es schaut noch nicht so aus, als ob es da irgendwo Einwilligungen gäbe. Aber wofür ich wirklich bin, bei aller Parteinahme, die ich völlig, glaube ich, berechtigt durchargumentieren kann für die Ukraine, ist es gut, wenn man selbst zu einem solchen Angriffskrieger wie Putin die Kanäle offen hält. Da hilft halt nichts und das ist auch richtig und gut und da können wir versuchen, einen Beitrag zu leisten. Aber wenn es ehrlich und ernst gemeint ist, wird man jetzt viel darüber reden können. Und eines abschließend, nur damit immer klar ist, wie hier die Linien laufen. Wenn Österreich ja da in den sogenannten sozialen Medien ziemlich viel Putin-freundlicher Dreck verbreitet wird. Es ist völlig klar, wenn Putin aufhört, ist der Krieg beendet. Wenn die Ukraine aufhört, ist sie ausgelöscht. Und diesen Unterschied muss man schon auch begreifen. Trotzdem Gesprächsbasis offen halten. Wen sprechen Sie da an? Sie haben auch auf einer Veranstaltung davor gewarnt, dass sich Klimaleugner zu einem gefährlichen Bündnis zusammentun mit Putin-Freunden. Wer zählt denn für Sie da dazu? Sind das FPÖ-Wähler? Sind das andere Menschen?
Also erstens vorweg, Wählerinnen und Wähler zu attackieren, wäre das völlig Falsche. Das macht zwar die FPÖ dauernd, anderen oder auch mir das umzuhängen, völlig falsch. Danke für die Gelegenheit, das klarzustellen. Ich stelle fest, dass zunächst mal, und ich habe primär nur die FPÖ adressiert, tatsächlich aber schon in meinen Vorträgen jetzt und in meinen Veranstaltungen, dass wir das schon länger beobachten können. Das tut ja bitte auch, die dafür eingesetzte DSN, die können das genau nachvollziehen, die berichten das ja auch öffentlich, nämlich was? Dass die Putin-nahe Kreise, die ihrerseits im Übrigen von Russland kommen, da mit Fake-Accounts allmöglichen Blödsinn verbreiten, sich mit den Rechtsextremen gut treffen und den Rechten zum Teil und auch mit Teilen der Funktionären der FPÖ, das ist erkennbar. Und dass die FPÖ und deren Vertreter immer stärker wieder, da waren sie ja schon einmal, dann haben sie einmal ein bisschen aufgehört, weil es um Regierung ging, ja, hilft halt nicht viel, dass die immer stärker wieder zurückkippen in das Lager der Klimawandelleugner, was ja auch eine eigene Art von Verfehlung ist, finde ich, das ist offenkundig. Das ist jetzt nicht so überraschend. Das, was ich gesagt habe, ist, das ganze Ding fusioniert in eine ungute Mischung, die nichts Gutes bedeutet eben. Und das muss man benennen, das muss irgendwer machen in diesem Land. Ich tue das und wir werden da halt unsere Auseinandersetzungen weiter zu führen haben. Aber es hilft nichts, wenn man diesem Treiben einfach zuschaut und das Ganze unkommentiert bleibt. Das Hauptproblem, finde ich, ist da, dass von diesen ganzen Putin-Trollfabriken jede Menge Blödsinn passiert und behauptet wird und gelogen wird in den sozialen Medien und in anderen Plattformen, dass man da einfach die Stimme erheben muss. Und ich glaube ja, dass das eine der größten Gefahren ist überhaupt gegenwärtig. Und die FPÖ sollte einmal ihren Freundschaftsvertrag erklären, den sie immer noch mit der Putin-Partei hat oder wo sie sich nicht einmal gescheit ist. Distanziert, ja. Man darf zwar irgendwas nicht behaupten, was Finanzierung der FPÖ mit Russland betrifft, aber dass sie ihre Parteifinanzen in dieser Richtung mal eindeutig offenlegen, das hätte ich noch nicht bemerkt. Das wäre eine wunderbare Aufgabe, denke ich, im journalistischen Bereich. Also mein Eindruck ist, da wird gelogen, dass sich die Balken biegen und öfter mal ertappt man einen FPÖ-Funktionär, der nicht allzu weit weg ist von diesem ganzen Getriebe. Nehme ich gleich mit. Ein Annex-Thema haben wir noch zum Thema Krieg und zwar das Thema Teuerungen. Jetzt gab es, weil die Lebensmittel in Österreich so irrsinnig teuer sind, den Preisgipfel und dort wurde unter anderem die Preisdatenbank beschlossen, die jetzt ab Herbst kommen soll. Davor soll es laut dem Wirtschaftsministerium nicht möglich sein, weil es technisch so irrsinnig aufwendig ist. Jetzt gibt es aber einen 21-Jährigen, der hat binnen einer Woche eine Preisdatenbank aufgestellt und programmiert und die ist auch schon online und er vergleicht auf seiner Preisdatenbank 150.000 Produkte. Was schließen Sie daraus? Sollte das Wirtschaftsministerium einfach keine Webseiten bauen? Na, ich stelle einmal fest, dass das Vorhaben im Wirtschaftsministerium eines von ganz vielen ist, was die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit betrifft, nämlich zueinander, eigentlich zu wenigen, so muss man sagen, weil fast eine Monopolsituation herrscht beim Lebensmittelhandel. Und da gibt es aber auch noch ganz andere Maßnahmen, wie das dort konfiguriert ist, das kann ich Ihnen ehrlicherweise gar nicht genau sagen. Wenn was hilft, ist es recht, wenn es jetzt auch privat passiert. Viel wichtiger ist ja die Stärkung der Wettbewerbsbehörde, das ist passiert. Die rauschen gerade durch den Lebensmittelhandel durch und vor allem von den Erzeuger weg, weil man muss ja da nachmessen, wo da die Verfehlungen liegen, im Online-Bereich, aber auch im Handel so. Und wir kennen ja die berechtigten, glaube ich, Kritikpunkte unserer Bäuerinnen und Bauern, dass dort wesentlich weniger Einnahmensteigerungen da sind, als dort die Preissteigerungen. Das kommt natürlich von bestimmten internationalen Bedingungen, die betreffen auch Lebensmittel, aber der Verdacht ist ja, dass hier nochmal ein Schnäppchen zugeschlagen wurde und nicht zu klein. Und das liegt einfach daran,
dass wir im Lebenshandel zum Wettbewerb haben. Und wenn wir dort, und das sagt ja die Vertretung der Bundeswettbewerbsbehörde, wenn man da schärfer reingeht, was jetzt passiert, ist das schon durchaus die halbe Miete. Und ich glaube, man muss es dann zum Messen anfangen. Sie sind noch zu hoch, das ist richtig. Aber ich glaube, ein ehrlicher Maßstab wäre, ob die Lebensmittelpreise in Deutschland in der vergleichbaren Zeit jetzt stärker steigen oder gestiegen sind als in Österreich, weil steigen tun sie überall. Das muss man ehrlicherweise schon sagen. Und losgegangen und wieder beim Punkt, das Ganze wäre, es war zwar der Krieg die Ursache, das ist richtig, aber das Ganze wäre nicht in der Form losgegangen, wenn erstens schon mal die halbe Welt natürlich, aber speziell Österreich, weniger abhängig wäre von diesem russischen Blutgas. Das muss man einfach so sagen. Und das wirkt sich halt auf alle Bereiche aus. Und so eben auch auf die Lebensmittel. Aber auch dort ist es so, dass die Preissteigerung, es wird zwar nicht nur billiger, einzelne Produkte Gott sei Dank schon, aber summa summarum dürfen wir uns nichts vormachen. Die Inflation insgesamt wird nur langsam sinken. Das heißt, es bleibt immer noch eine Preissteigerung. Ist es. Und im Lebensmittelbereich glaube ich, dass sie schon stärker zurückgehen wird. Aber ja, sie ist auf einem sehr hohen Niveau. Das war es früher schon höher als in Deutschland und da müssen wir einfach reinfahren. Aber da sind Maßnahmen der Wettbewerbskontrolle, glaube ich, die wichtigeren. Wir bleiben beim Thema Geld. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung geht es weiter. Willkommen zurück. Ja, wir sind stehen geblieben beim Thema Geld. Wir bleiben beim Thema Geld, kommt zu was anderem. Sie fordern ja nicht nur eine Erbschaftssteuer, sondern eben auch auf Instagram, zuletzt sehr vehement, haben Sie sich ziemlich klar für eine Millionärssteuer eingesetzt oder ausgesprochen. Das ist eh schön, aber Sie sind ja in der Regierung. Wenn Ihnen das so wichtig ist, warum haben Sie das nicht ins Regierungsprogramm geschrieben? Das ist alles sehr leicht, Schritt für Schritt zum Erzählen. Es ist mit der ÖVP 2019, 2020 unmöglich gewesen, das hat ja jeder gewusst. Wir haben mehrere Varianten für Steuerreformen gehabt. Wir haben dann durchgesetzt, und das ist eine Revolution für Österreich, dass wir mal eine ökologisch-soziale Steuerreform tatsächlich in der Folge umgesetzt haben sogar, wo Umweltschäden und vor allem die Klimaschädlichkeit einen Preis bekommt, das CO2, und anderes billiger wird. Zum Beispiel das Klimaticket, das ist ein öffentlicher Verkehrsausbau, hatten wir wie nie zuvor und der ist aber so günstig wie nie zuvor. Ob es jetzt Wien ist, muss man auch einmal Stadt Wien loben, oder österreichweit. Da sieht man es immer, wie wir tun. Ja? Wir haben die E-Autos gefördert, sie werden billiger, dafür werden jene, die viel Sprit verbrauchen, über die neue Normverbrauchsabgabe teurer. Also das Prinzip zieht sich immer durch. Wie geht das? Das Gute für die Umwelt und für die Menschen wird günstiger, das nicht so gute wird teurer und insgesamt soll die Steuerbelastung nicht steigen. Das war der Ansatz und den haben wir durchgesetzt. Das war die Steuerreform für diese Legislaturperiode. Darüber hinaus habe ich angekündigt, und da stehen ja viele Grüne dahinter, dass es für die Zukunft wichtig ist, dass auch jene, die eigentlich für diese Millionen Erbschaften dadurch, dass sie sich einfach kassieren, ja nichts leisten für die Gesellschaft zunächst, aber ein Rieseneinkommen haben. In Wahrheit ist das ein Rieseneinkommen aus Sicht des Erben. Ja. Und gleichzeitig ich nicht erkennen kann, was da dran christlich, sozial oder irgendwie gerecht sein soll, sodass man ja irgendwann einmal, wenn die SPÖ jetzt dafür ist, auch die ÖVP dafür gewinnen könnte, weil Leistungsprinzip, weil christlich und sozial. Das setzt aber voraus, um die Kritiker gleich ein bisschen zu beruhigen, dass wir das bei den ganz hohen Erbschaften, also Millionenerbschaften machen und insofern löst sich Ihre Frage auf, weil das ist eins. Wir schlagen das vor und nur für Millionenerbschaften. Also man muss aufpassen, wenn man nur Erbschaftssteuer sagt, dann kommt wieder eine Kritik um die Ecke, die aber völlig verfehlt wäre, dass kleinere Erbschaften auch betroffen sind, die genau nicht. Aber wer mehrere Millionen erbt oder ganz viele, und diese Menschen werden ja immer mehr, die sollen einen gerechten Beitrag leisten. Was tun wir damit?
da sollen jene entlastet werden, die ganz, ganz viel leisten, aber wenig verdienen. Aber die Millionärssteuer, dass wir da auch eine Zahl haben, ab wann wollen Sie die haben? Naja, das genau wie es heißt, bis einer Million wären die, das ist ein sehr hoher Betrag, denke ich, wären die Erbschaften frei. Und für die darüberliegenden Teile beginnt ein Steuersatz zu greifen. Das heißt, wenn ich 2 Millionen erbe, dann wird nur die zweite Million besteuert. Wenn ich 10 Millionen erbe, werden 9 Millionen besteuert. Und insofern ist es ein sehr einfaches und praktikables Prinzip im Steuerrecht. Also das ist keine Raketenwissenschaft. Das heißt aber nur Erbschaftssteuer, Millionärssteuer in dem Sinn, Vermögenssteuer wollen Sie jetzt keine? Die Millionärsteuer bezieht sich jetzt mal auf die Erbschaften, weil man es dort am besten erklären kann und auch durchbringen kann. Und im Übrigen muss man dann also dazu sagen, dass man Familienbetriebe, die ja auch vererbt werden können, natürlich anders behandeln muss. Warum? Weil da in der Regel ja diejenigen, die Erben vorher schon mitgearbeitet haben. Wir wollen ja die nicht verscheichen, um Gottes Willen. Ganz im Gegenteil. Das ist wohl durchdacht. Das werden wir jetzt auch mit Expertinnen und Experten weiter durchgehen und weitere Vorschläge bringen. Aber Sie haben recht, es bezieht sich mal in einem ersten Schritt, und den halte ich für den wichtigsten, auf diese Erbschaften. Bei anderen Steuern muss man ein bisschen aufpassen, wie man die konzipiert, damit das durch noch ökonomisch und finanztechnisch vernünftig bleibt. Also ich lasse mich da gern von was überzeugen. Ich meine ausdrücklich nur die großen Millionenerbschaften. Aber dadurch, dass es immer mehr Erben in dieser Kategorie gibt und die Erbschaften immer größer werden, kommt da nicht nur ein Pipi-Matz-Beitrag herein, so wie vor vielen Jahren argumentiert wurde. Das ist nachweislich, dass es da mittlerweile um Milliardenbeträge geht. Und damit kann man auch an anderer Stelle entlasten, dort, wo es nämlich ungerecht zugeht. Bei den Kindergartenpädagoginnen, bei den Pflegekräften. Und es würden uns noch mehr einfallen, die viel leisten, aber wenig verdienen. Aber jetzt haben Sie gerade selbst gesagt, die ÖVP, da ist das wahrscheinlich noch mühsam, das durchzubringen, dieser Gedanke. Bei der SPÖ, die sind dafür, die wollen ja, ich das. Ich hoffe. Das heißt, es war aber Werner Faymann auch dafür, der hat sogar eine Plakatkampagne dazu gestartet, mit Zeit für Gerechtigkeit. Aber er hat Verständnis, weil er hat es halt mit der ÖVP auch nicht durchgesetzt damals. Weil sonst aber SPÖ, ja da, Grün, vielleicht ja, das ist trotzdem eine andere Frage. Wir brauchen ja Überzeugungsarbeit für größere Mehrheiten, weil das ist halt ein ehrlicher Zugang. Ja? Und ich glaube schon, dass man da eine Verständigung finden kann, eine Schnittmenge genau in dem Bereich, wie ich es vorschlage. Und wenn darüber hinaus noch unterschiedliche Vorstellungen existieren, wird man dann die auch diskutieren können. Aber mir geht es jetzt nicht darum, mit dem Finger auf die ÖVP zu zeigen. Wir hatten das ehrlich verhandelt. Das war nicht, dafür ist eine andere Reform gekommen, wo viele in Europa sagen, vor allem die Umweltökonomen und Umweltökonomen, das ist beispielhaft, diese CO2-Bepreisung, mit einer Rückverteilung, die von oben nach unten umverteilt, wie es gehört, wo rauskommt, dass die Klimaschützen nicht die Dummen sind und die mit ihrem SUV, was ich für umeinander fahren, die zahlen halt drauf, aber so soll es ja sein. So, das war ein großes Werk und das nächste große Werk ist eben hier mehr Leistungsprinzip reinzubringen ins Steuersystem und mehr Gerechtigkeit. Und das soll die ÖVP einmal argumentieren, warum sie gegen das Leistungsprinzip ist und gegen soziale Gerechtigkeit, weil es gibt schon noch die christlich-soziale Strömung in der ÖVP. Das würde ich wohl meinen. Vielleicht anders gefragt, wenn das so wichtig wäre, wäre das eine Koalitionsbedingung beim nächsten Mal? Also wir waren das letzte Mal nicht so verkehrt rum, dass wir da an Bedingungen aufgestellt haben. Erst recht nicht in der Zukunft. Wo sollte das hinführen, wenn jeder mit 25 Klotten an Bedingungen herumrennt und dann machen wir die Bradler-Ritterspiele oder was? Zum Gaudium der Medien. Und es werden sich immer mehr Leute von der Politik abwenden. Nein, man soll das ehrlich angehen. Genauso wie es der Bundespräsident meint. Man soll so miteinander umgehen, dass man zu jeder Zeit eine Gesprächsbasis hat. Wenn jeder so viele Bedingungen aufstellt, dass er selber nicht mehr ausreicht, findet, ja, wie soll man denn dann zusammenfinden? Ganz allgemein gefragt, glauben Sie denn, dass Sie nach der nächsten Nationalratswahl noch in der Regierung sitzen werden? Ja, es wäre gut für Österreich. Ob das so ist, weiß ich nicht. Wir kämpfen mal für unsere Überzeugungen und Anliegen. Wir haben auch in der Opposition immer wieder gar nicht so wenig durchgesetzt. Wir haben sogar Dinge durchgesetzt, wo wir nicht einmal im Nationalrat waren. Aber natürlich ist es so, dass man gerade jetzt, wo die Zeit so drängt im Umwelt- und Klimaschutz, dass man dort endlich die Chancen nutzen für Wirtschaft, aber auch für soziale
Gerechtigkeit, dass wir das angehen. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass es gut ist, wenn die Grünen da auch in der Regierung sind. Es ist auch gut, dass sie jetzt drinnen sind, finde ich. Und ja, ein positives Bekenntnis zu dieser Macht. Ja, Macht kommt vom Machen. Wir wollen was machen und wir werden das so angehen und anstreben. Aber ist es dann halt auch Demokratie, dass es dann Verhandlungen gibt und man schaut, welche Mehrheiten im Parlament möglich sind. Und insofern möchte ich nur einmal darauf hinweisen, dann tatsächlich, dass es Nationalratswahlen sind, weil wir hören ja da schon so Hirngespinste, als ob wir plötzlich eine Kanzlerdirektwahl hätten. Das ist ein kompletter Blödsinn. Ja, der Einzige, der direkt gewählt wird in dieser Liga, ist der Herr Bundespräsident. Der wird auch den Auftrag zur Regierungsbildung geben. Steht auch alles in der Verfassung. Und die Parteien bewerben sich in Wahrheit um natürlich zuerst einmal um die Stimmen und die daraus resultierenden Mandate. Und dann wird man sehen, was da für Konstellationen möglich sind. Dann formuliere ich es ganz korrekt, die FPÖ liegt derzeit auf Platz 1. Macht Ihnen das eigentlich Angst? Nein, also Angst macht mir einmal sehr wenig. Es ist auffällig, wir haben ja in vielen Staaten Europas ähnliche Strömungen und Phänomene. Das ist ja auch jetzt nicht illegitim, wenn in einer Meinungsumfrage Wählerinnen und Wähler sagen, okay, in diesem und jenem Ausmaß können sie sich die FPÖ vorstellen. Also das ist ganz wichtig, das zu unterscheiden. Warum glaube ich, dass das schlecht ist für Österreich? Weil von dieser Seite, jetzt aber von den Spitzenpersonal in der FPÖ, kommen ja kaum Antworten auf wirkliche Probleme. Man glaubt oft, es sind einfache Antworten, nicht einmal das. Es sind einfache Parolen. Die machen sich ja nicht einmal mehr die Mühe, bestimmte diagnostizierte Probleme zu lösen. Und jetzt kann man ja ohnehin nur das machen, was man selber für richtig hält, nämlich mit Zuversicht, mit einem gewissen Mut, weil man muss sich schon einmal hinstellen mit bestimmten Positionen, aber darum werben und auch noch einmal adressieren, dass es eine gewisse wirtschaftliche und politische Vernunft braucht für die Vorschläge. Also genau mit dieser Herangehensweise und wirklich in die Zukunft schauen. Weil die Blöcke, die sich bilden, sind ja, wenn ich mir beim Klimaschutz umschaue, geht es um Retro und Vergangenheit und um altes Denken versus modernes Denken und Chancen. Und es gibt einen zweiten Block, der auch nochmal entscheidend ist, finde ich. Es geht um jene, die mehr zusammenarbeiten und zusammenhalten wollen und jene, die eher auseinandertreiben und spalten. Und das muss man klar benennen. Und dann gibt's eine Wahl und dann wird man ja sehen, welche Möglichkeiten 50% und mehr gemeinsam erreichen. Einen ein bisschen radikaleren Zugang hat da der grünpunzierte Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Der sagt gleich, er würde einen Kanzler Kickl nicht angeloben wollen. Das können Sie eigentlich als Demokrat nicht gut finden, oder? Ich weiß nicht, was der Bundespräsident zuletzt in dieser Sache gesagt hat, ehrlicherweise. Es liegt aber an ihm, einen Regierungsbildungsauftrag zu vergeben. Und er darf, glaube ich, schon darauf hinweisen, genau darauf nämlich, dass wir Nationalratswahlen haben und dass es dort mal um die entsprechenden Stimmen und Mandate geht. Und es liegt schon an ihm, welche Regierungsmitglieder er angelobt oder nicht. Das steht in der Verfassung. Und es war halt auch nicht umsonst, dass wir in einer Direktwahl, ja, dort ist er, das ist eine Volkswahl. Der Bundespräsident ist direkt gewählt worden und hat mit seinen Ansichten, glaube ich, nicht hinterm Berg gehalten. Es ist ja nicht der Kandidat der Freiheitlichen gewählt worden. Haben wir da jetzt was übersehen? Den hat es ja auch gegeben. Das haben wir, glaube ich, nicht übersehen, aber Wie viel hat der gerade gemacht? Wie viel Prozent? Nicht so viel wie Alexander Van der Bellen, wenn wir schon bei der Nationalratswahl schon sind. Vielleicht noch eine letzte Frage. Werden Sie bei der nächsten Wahl als Spitzenkandidat antreten oder werden Sie Leonore Gehwessler vorschicken? Also wieder der Bundespräsident zum Zitieren oder im übertragenen Sinn, wenn mir jetzt der Ziegelstein nicht am Kopf fällt, werde ich kandidieren. Wunderbar. Und wir haben bei uns in der Redaktion nachgefragt. Wir haben ja wie immer zum Schluss auch eine nette Sache, die wir Ihnen mitgeben wollen, unseren Parteichefs. Welches Eis, also wenn Werner Kogler ein Eis wäre, welches Eis wäre Werner Kogler? Da war eigentlich bei uns in der Redaktion die einhellige Meinung. Also da haben wir uns entschieden, weil Sie ja der erste Spitzenkandidat
Kandidat, Sommergesprächskandidat sind, dass ich es jetzt rausbekomme. Der Spitzenkandidat und passt, zwar ja. Spitzenkandidat in dem gehabt. Fall passt auch, haben wir gerade gehabt. Und wir haben gesagt, eindeutig Pistazie. Also Werner Kogler wäre Pistazieneis, denn grün, logischerweise, und wegen der etwas herben Nussnote mag nicht jeder, aber die, die es mögen, die lieben es. Also ja. Ich mag es auch, ich hätte mich aber selber eher als Kaffee-Eis eingestuft, weil nämlich erstens trinke ich sehr viel und das haltet mir sozusagen auf Trab den Tag über, weil es spätestens seit wir regieren ist schon mal zwischendurch ein anstrengendes Geschäft und ich bin ja Kaffee-Junkie und insofern passt mir Kaffee-Eis auch. Vor allem die italienische Version gibt es ja auch noch, eine Vanille-Eiskugel in einem Kaffee. Das ist ja überhaupt eine Variante, aber Pistazie ist das, was ich mir immer wieder ganz gern kaufe. Wir waren uns sicher, es ist Pistazie, aber Sie dürfen natürlich auch unserem nächsten Gesprächspartner, und zwar Beate Meindl-Reisinger von den Neos, ein Eis mitgeben. Wenn Beate Meindl-Reisinger eine Eissorte wäre, welche Eissorte wäre sie? Ich glaube, im besten Sinne gemeint Zitroneneis. Warum? Weil so sauer. Ja, ich habe gewusst, dass Sie das sagen werden. Ich gehe auf etwas anderes. Es ist ja gar nicht jedes Zitruseis sauer. Da muss man mal die italienische Eiskunsttechnik mal nachspüren, im wahrsten Sinne des Wortes. Na, warum? Weil ich empfinde Zitroneneis jetzt nämlich als sehr, sehr erfrischend und erhellend. Und wir haben ja jetzt auch wieder mehr Kontakt. Und ich finde die Gespräche mit Beate Meindl-Reisinger genauso erfrischend, erhellend, bei allen Unterschieden. Wir gehen aufeinander zu und wir kämpfen um die Demokratie. Und das ist heute, hat man bald das Gefühl, schon gar nicht mehr selbstverständlich. Und deshalb gehen wir, glaube ich, immer auseinander, wenn wir geredet haben, trotz Konkurrenz, eine Spur gestärkt. Und das ist doch auch mal was Gutes. Also Beate Meindl-Reisinger kriegt übernächste Woche dann Zitroneneis. Für uns gibt es aber jetzt tatsächlich kein saures. Ich werde dafür Sorge tragen. Und für Sie und mich gibt es jetzt noch Pistazieneis, Werner Kogler-Eis. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, wir dürfen schon das Eis genießen. Oh, danke. Okay. Danke Ihnen. Und einen schönen Sommer. Danke. Ja, danke auch an Sie zu Hause fürs Zuschauen. Wir werden jetzt noch ein bisschen das Eis genießen und wir sehen uns dann zum nächsten Sommergespräch in 2 Wochen mit Beate Meindl-Reisinger.